Triggerwarnung. Das nachfolgende Video kann auf einige verstörend wirken. Ein neuer Mitarbeiter in einer Fabrik feierte, dass er endlich einen Job gefunden hatte, indem er sich in der Mittagspause in der Bar nebenan einen kurzen gönnte. Wurde dafür nach 4 Stunden Arbeit gefeuert. Heute bei Fragenswerte Fragen. Was war die schnellste Art, wie jemand sein Leben ruiniert hat? Als ich Anfang der 2000er Jahre auf dem College war, fuhr ein Student im 2. Studienjahr mit seinem Auto in eine Gruppe von Jugendlichen, die an einem Samstag 1,5 Blocks von meiner Wohnung entfernt feierten. Er fuhr mit 60 bis 70 Stundenkilometern und streifte Autos, die am Straßenrand geparkt waren, bevor er in die Menge fuhr. Ich glaube, 4 Menschen starben. Er stieg aus und schrie Blödsinn, bevor er festgenommen wurde. Er war auf einer Handvoll Drogen. Zuletzt hörte ich, er sei in einer psychiatrischen Anstalt. Ein wirklich guter Freund von mir auf dem College wohnte noch bei seinen Eltern und hatte eine absolut dumme Freundin, die ebenfalls mit bei seinen Eltern wohnte. Sie waren damals beide 19 und beschlossen, ein Baby zu bekommen. Nur hatte keiner von ihnen einen Job oder eine eigene Wohnung. Sie sagten es seinen Eltern auch nicht vorher, weil sie es als Überraschung wollten und wirklich dachten, es würde sie und ihre Eltern sehr glücklich machen. Jetzt ist sie wieder auf Droge und er lebt bei seinen Eltern und arbeitet immer noch bei McDonald's, während seine Eltern sich um seine Tochter kümmern. Sein gesamtes Einkommen fließt in die Betreuung der Tochter. Ich hatte vor Jahren einen Freund, der schon immer ein seltsamer Typ war, aber er hatte ein gutes Herz. Jedenfalls hing ich eines Tages mit ihm und ein paar anderen Freunden ab, und er erzählte uns, dass er sich morgen ein Tattoo stechen lassen würde und diese supercoole Idee hatte, aber er wollte uns nicht sagen, was es war, weil er wollte, dass es eine Überraschung ist. Wir sahen ihn etwa eine Woche später. Er hatte 3/4 seines Gesichts grün tätowiert. Kein Muster oder so, einfach nur ein dunkles Waldgrün. Im Grunde hat er nur das obere rechte Viertel seines Gesichts normal gelassen und der Rest war ganz grün. Am Tag nach der Tätowierung wurde er sofort von seinem Job gefeuert. Kurz danach verlor ich den Kontakt zu ihm, da er in eine andere Stadt zog. Ich hatte gehört, dass er schließlich in seinem Auto lebte. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Er hatte einen sehr guten Job in der IT-Branche bei einem ziemlich großen Unternehmen und verdiente gut. Keine Ahnung, warum er dachte, 3/4 seines Gesichts dauerhaft grün zu färben, wäre supergeil. Edit. Okay, mein Posteingang ist über Nacht explodiert. Ich habe keine Ahnung, warum er gefeuert wurde. Es ist etwa 15 Jahre her, und die Firma, für die er arbeitete, schien ziemlich spießig zu sein. Soweit ich weiß, hat er vielleicht tatsächlich gekündigt und uns nur gesagt, dass er gefeuert wurde. Vielleicht hat er etwas Verrücktes, Unangemessenes getan, das er nicht erwähnt hatte. Keinen Schimmer. Was den Tätowierer angeht, so habe ich keine Ahnung, wer es war. Soweit ich weiß, hat er irgendeinen Junkie dafür bezahlt, es zu machen. Ich selbst bin nicht tätowiert, also bin ich wirklich kein Experte auf diesem Gebiet. Ich denke aber, dass es da draußen einige skrupellose Künstler gibt, die sich einen Dreck darum scheren, solange sie bezahlt werden. Als ich in Las Vegas lebte, sah ich all diese Leute kommen und alles auf schwarz setzen, um dann zu verlieren. Dann der ungläubige Blick, als sie feststellen, dass ihre Hypothek weg ist und sie das denjenigen erklären müssen, die sie zu Hause gelassen hatten. Ein paar Schüler waren in den Winterferien in der Hütte eines Mädchens, und eines der Mädchen stand auf dem Balkon. Ihr Freund dachte, es wäre lustig, sie zu erschrecken. Sie sprang vor Schreck gegen das Balkongeländer, fiel aus dem 3. Stock und schlug mit der Wirbelsäule auf einen großen Stein auf dem Boden auf und war danach vom Hals abwärts gelähmt. Sie sollte Turnerin werden, und ihr Freund nahm aus Schuldgefühlen eine Überdosis. Vor etwa 50 Jahren, als mein Großonkel Anfang 20 war, fuhr er so betrunken nach Hause, dass er 2 Studenten überfuhr und tötete, ohne es zu merken. Nach seiner ersten Inhaftierung wusste er nicht, wie er sich als freier Bürger verhalten sollte, so dass er immer wieder ins Gefängnis zurückgeschickt wurde. So kam er beispielsweise vor etwa einem Jahr aus dem Gefängnis und konnte seine erste Monatsmiete nicht bezahlen. Seine Lösung war, zum Supermarkt zu gehen, ein Bier zu klauen und auf dem Bordstein zu sitzen und auf die Polizei zu warten. Ich war dabei, als mein älterer Bruder zum ersten Mal Heroin probierte. Seitdem sind 15 Jahre vergangen, und er muss ständig wegen Abszessen an Armen und Beinen ins Krankenhaus und ist fast vollständig vom Rest der Familie abgeschnitten, weil er unsere Eltern mehr als einmal bestohlen hat. Alle paar Jahre schwört er, dass er sich das abgewöhnen wird. Bei den ersten Malen haben wir gemeinsam das Geld für den Entzug aufgetrieben und versucht, ihn so gut wie möglich zu unterstützen. Nach dem 10. Rückfall oder so sind wir zu erschöpft, um auch nur so zu tun, als ob wir auf seinen neuesten Versuch, clean zu werden, hoffen würden. Ich arbeitete im deutschen Sozialsystem, auch bekannt als Sachbearbeiter im Sozialamt.
Ein Kunde von mir meinte, dass meine Berechnungen nicht stimmen würden, nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, weil er nicht genug Geld bekam. Ich fragte ihn, ob er irgendwelche Ausgaben habe, von denen ich nichts wüsste. Er war sich sicher, dass er mir alle Informationen gegeben hatte. Ich bat ihn, mir alle Rechnungen, Belege, Quittungen und so weiter zu bringen, was er einige Tage später tat. Ich las alle seine Papiere und fand eine Gehaltsabrechnung, von der ich nichts wusste. Nach meinen Unterlagen bezog er zu dieser Zeit Sozialhilfe, und ich hatte keine Informationen, dass er einen Job mit Einkommen hatte, was Sozialhilfebetrug wäre. Ich las weiter und fand eine Versicherungspolice für einen 5er BMW. Sie sollten wissen, dass ein Auto damals ein verwertbares Kapital war, das heißt, er musste sein Auto verkaufen, um das Geld für Lebensmittel und so weiter zu verwenden. Das war Mitte der 90er Jahre, heute ist das anders. Dann habe ich den Kaufvertrag für das Auto gefunden. Teuer und mit Ratenzahlungen. Dann fand ich den Vertrag mit der Bank, die ihm den Kredit für das Auto gewährt hatte. Also rief ich die Bank an und fragte sie, warum sie einem arbeitslosen Sozialhilfeempfänger einen so hohen Kredit gewähren. Die Frau von der Bank geriet in Panik, denn das war ihr neu. Und während sie versuchte zu erklären, was passiert war, der Kredit war geplatzt, weil mein Kunde nicht gezahlt hatte, fand ich heraus, dass etwas mit der Gehaltsabrechnung nicht stimmte. Sie sollten wissen, dass in Deutschland 1993 die vierstellige Postleitzahl einschließlich der Ortsvorwahl, zum Beispiel 1000 Berlin 44, in eine fünfstellige Postleitzahl, 12345 Berlin, umgewandelt wurde. Die Gehaltsabrechnung war von 1995, aber die Postleitzahl auf dem Ding war von 1993. Er fälschte die Gehaltsabrechnung, um den Kredit für das Auto zu bekommen, weil seine Frau ihm sagte, er brauche ein besseres Auto, um sie zu behalten. Das hat er also alles gemacht, aber dann platzte die Seifenblase, weil er die Raten nicht mehr zahlen konnte. Und nur weil er mich gebeten hat, ihn neu zu berechnen und alle seine Informationen mitgebracht hat, ohne sie richtig zu sortieren, konnte ich beweisen, dass er einige Straftaten begangen hat. Was übrigens nicht bedeutet, dass er im Gefängnis landet oder verhaftet wird. Er hat mir die Geschichte erzählt, ich habe gesagt, was ich jetzt tun muss und was in den nächsten Wochen passieren könnte. Beide wurden angeklagt und verurteilt wegen Sozialhilfebetrugs, Versicherungsbetrugs, Urkundenfälschung und Erschleichen von Bankkrediten unter Verwendung falscher Einkommensangaben. Ich bin mit einem Typen befreundet und lernte durch ihn seine jüngere Schwester kennen. Klug, hübsch, cool. Sie war eine gute Studentin. Sie lernt einen Mann kennen und beschließt, nach ein paar Wochen zu heiraten, ohne es jemandem zu sagen. Sie zieht also bei ihm ein und plötzlich hat er zu starke Rückenschmerzen, um zu arbeiten, also versucht sie, Kurse zu besuchen und beide zu unterstützen. Er liegt den ganzen Tag herum und raucht Gras, das sie gegen seine Schmerzen kauft, während sie zur Schule geht und die ganze Nacht kellnert. Sie geht auch gerne mit ihm auf Partys. Es stellt sich heraus, dass sie beide viel LSD genommen haben. Natürlich bricht sie die Uni kurz vor dem Abschluss ab. Zu diesem Zeitpunkt flehen ihre Eltern und Freunde sie an, zur Vernunft zu kommen und ihre Hilfe anzunehmen, um die Uni zu beenden, laden sie beide ein, bei ihr einzuziehen und alle Drogen zu nehmen, die sie wollen, solange sie die Schule abschließt. Sie und ihr Ehemann haben beschlossen, dass die Studentenkredite plus seine und ihre Autokredite zu viel sind, also parken sie die Autos bei der Bank mit Zetteln in der Windschutzscheibe, dass sie sie nicht mehr wollen, und verschwinden. Sie hinterließen ihren Eltern eine Nachricht, dass sie in den Westen oder nach Mexiko ziehen würden, und man hat seit über 15 Jahren nichts mehr von ihnen gehört. Mein Freund hat Gerüchte gehört, dass der Mann seine Schwester zu einem bestimmten Zeitpunkt verkuppelt hat, aber das war, nachdem sie weggezogen waren, und es war zu spät, um etwas zu unternehmen. Vor etwa 5 Jahren erzählte er mir, dass er glaubt, dass sie wahrscheinlich tot ist, aber die Eltern erwarten, dass sie jeden Tag zurückkommt. Die Eltern waren früher sehr fröhliche Menschen. Edit. Da das Thema gerade hochkocht, gibt es mehr Kontext. Sie liebte ihre Eltern so sehr, dass sie nicht weggehen wollte, um zu studieren, sondern zu einer Universität in der Stadt pendelte. Sie war in der Unterstufe, als sie ihn kennenlernte. Wir haben Gras geraucht, und sie hat immer auf uns herabgesehen, also war es wirklich schockierend, dass sie auf einmal LSD, Gras und Ecstasy nahm. Die Familie war nicht sehr religiös, aber der Ehemann brachte sie dazu, sich mit dem Buch Revelations zu beschäftigen, und bei einer der Begegnungen, die ich mit ihr hatte, waren wir alle high und sie sagte mir, dass die Welt bald untergehen würde und ich Revelations lesen müsse. Sie verschwanden absichtlich, um die ganzen Kreditschulden loszuwerden. Es wird angenommen, dass sie ihre Identität gewechselt haben. In der Freundesgruppe herrscht Verwirrung darüber, ob der Mann Mormone war oder nicht, aber mein engster Freund ist davon überzeugt, dass sie in einer fundamentalistischen Mormonensekte in Nordmexiko lebt, die es seiner Meinung nach wirklich gibt. Ich stimme dem Bruder zu, dass sie wahrscheinlich beide härtere Drogen genommen haben und sie tot ist. Es gibt Sucht in der Familie, und sie ist so schnell vom Nichttrinken zum täglichen Kiffen, Saufen, Rollen übergegangen.
und sich von der Familie zu entfernen, um Drogen zu nehmen, ist ein klassisches Verhalten von Süchtigen. Ich hatte einen Bekannten, der ziemlich erfolgreich war, Anfang 30, guter Job, Hausbesitzer und so weiter. Seine Nachbarn von nebenan hatten das Sorgerecht für ihre Nichte, eine 16-jährige Cheerleaderin, die die ganze Zeit allein zu Hause war. Sie schlossen Freundschaft. Muss ich noch mehr sagen? Ja, eigentlich schon. Die Polizisten halten ihn zufällig an, während sie auf dem Beifahrersitz sitzt. Sie identifizieren sie, da sie jung aussieht. Sie rufen ihre Vormünder an, die bestreiten, dass er die Erlaubnis hat, sie irgendwohin mitzunehmen. Die Sache ist die, sie hatten eine Staatsgrenze überquert. Böhm, Anklage wegen Entführung. Sie brechen ihn im Verhör und er gibt den Sex zu, Boom, Anklage wegen Vergewaltigung. Sie überreden ihn, sein Telefon zu entsperren, und finden ihre Nacktbilder in seinem Posteingang. Boom, Anklage wegen Kinderpornografie. Boom, die Zellentür geht auf. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder vorbeigeschaut habt. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und schaltet auch morgen wieder ein.